Ja. Komm zurück, er will jetzt auch seine Rocke holen. Nein! Kack! Eine Niete. Wir brauchen nur das stehen bleiben, bitte. Sägen! Sägen! Willi, ich habe eine Niete, die schmeckt nicht. Schmeckt scheiße. Schau. Wo ist Gitter? Na ja, komm. Batz, Alter. Wow. Gewonnen. Gesucht. Leck mich doch am Arsch. Das heißt wieder sprinten. Mach schon! Der Zeppelin ist unterwegs! Goldmaschine oder Gewinn oder wie das. YOLO. Laufen! La. Da ist die Batterie. Lauf, Schlampe, lauf! Nummer 1. Ah, da ist er. Natürlich, ja, wir fliegen auf der raus. Schunk. Und 3. Guck mal, also macht jetzt die zu. Gar keiner einscheint. Als wir uns in die Nordlichtbatterie einschlossen, wurde es schwarz um uns. Ein paar lange Minuten saßen wir still in der Dunkelheit. Niemand wagte zu reden. Aus Angst, Jean Bisons Männer könnten unser Versteck entdecken. Die Zeit schien stillzustehen. Und dann spürten wir es. Wir wurden zu Arpeggios Zeppelin geboren. Alles war so seltsam. Das Zielobjekt unserer Pläne war uns geraubt worden. Unsere Clockwerkteile waren weg. Als ich mich im Inneren der Batterie umsah, wusste ich, dass alles Niederlage. Ich war zappelig und sehnte mich nach Action. Bentley versuchte einen Sinn zu erkennen, indem er unsinnige Pläne schmiedete. Doch Murray traf es am schlimmsten. Er saß einfach so schluchzend da, während der Team-Van am Horizont entschwand. Dieser Van war sein Leben. Ich wusste, ich würde es irgendwie wieder gut machen müssen. Ja, dann geht's auch ins letzte Kapitel, glaube ich. Ja, 8. und letzte Kapitel. Los geht's. Da schwebten wir nun ostwärts über den Atlantik. Blinde Passagiere in einer gigantischen, schwebenden Festung. Obwohl die Zeit kurz war, bereiteten wir uns, so gut wie wir konnten, auf unseren ahnungslosen Gastgeber Arpeggio vor. Als Junge war Arpeggio stets Klassenbester seines noblen Internats gewesen. Er konnte jedoch körperlich nie mit den anderen Jungen mithalten. Seine winzigen Flügel taugten nicht zum Fliegen.
Aus Zorn auf seinen schwachen Körper konzentrierte er seinen immensen Verstand auf die Suche nach Heilung. Dabei wurden die Arbeiten der italienischen Renaissance-Künstler zum Sprungbrett für dieses finstere junge Genie. Und bald schon ernannte ihn die Claw-Gang zu ihrem Haupterfinder. Dank ihm konnten sie die Clockwork-Teile für ihre kriminellen Absichten umfunktionieren. Und nun ist dieses Superhirn wieder im Besitz aller Teile. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor er sie erneut zusammensetzt. Und wenn das geschieht, aber ich würde das verhindern. Und ich werde jetzt den Party jetzt offen lassen, weil wieder alle Flaschen zu suchen. Es nicht wundern, wenn der Party jetzt 5 Minuten lang ist oder so. Sollten wir es schon? Da, alles gekauft. Im letzten. Die größte Mission dort drin ist also, okay. Wir sehen uns gleich wieder. Pink steht dir super. Und jetzt wieder. Oder? Ja.